Dörfler zieht auf die rechte Seite in den Tempo auf von ein, zwei Gegenspielern durch. Geht jetzt Richtung 16er und dritten vorbei. Und das sind jetzt drei Uerdinger gegen zwei Mannheimer. Schon im 16er zurück ist der So, Blau-Rot TV, heute mit einer kleinen Überraschung für alle KFC-Fans. Wir befinden uns im Stadion, im Moment leider kein Spielbetrieb, dafür aber zwei freundliche Gesichter. Wir haben nämlich eine kleine gute Nachricht für alle Zuschauer hier heute. Er ist wieder da. Zwar, wie ihr seht, in Zivil, nicht im Trikot. Am Samstag konnte man lesen, dass er seine aktive Karriere beendet hat und heute befindet er sich aber Uerdinger Stadion. Dimitri Voronov ist auch bei mir, hat auch einen bestimmten Grund und zwar werden wir euch das jetzt aufklären. Der Maxi braucht ja eine neue Beschäftigung und deswegen stehen wir jetzt hier zusammen, um euch kundzutun, dass der Maxi ab sofort den Dimi bei seiner Arbeit hier beim KFC unterstützen wird. Genau. Und ja, jetzt wollen wir uns mal anhören, wie das aussehen soll. Maxi, erklär uns mal, was du hier bei uns so vorhast. Ja, wie du schon sagtest, habe ich ja am letzten Wochenende mein Karriereende bekannt gegeben und als der Dimi dann mal vor einiger Zeit auf mich zukam, meinte, Mensch, hast du nicht Lust, jetzt nach der Karriere hiermit anzupacken und zu helfen, habe ich eigentlich nicht lange überlegt und dachte, Mensch, das könnte ja mal eine erste Rolle sein, so nach der Karriere auch wieder im Fußball mit einzusteigen, auch jetzt gerade die Aufgaben, was der Dimi hat, beim KFC mit zu unterstützen. Und ja, wie gesagt, als er mich dann fragte, habe ich eigentlich nicht lange überlegt, dachte, ja, habe ich Bock drauf, habe dem Verein und der Stadt aufgrund meiner Vergangenheit hier natürlich auch viel zu verdanken, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist vielleicht die Möglichkeit, auch was zurückzugeben. Ich glaube, es ist viel Arbeit hier für den Verein, es ist viel zu tun im Gesamtverein und gerade auch Dimi, seine Aufgaben brauchen Unterstützung und darauf freue ich mich und blicke eigentlich gespannt und mit einer Vorfreude dann auch in die kommende Zeit. Ich glaube aber, dass auch hier beim KFC in der jetzigen Situation man die Leute auch wieder positiv stimmen kann, dass wir in Zukunft vielleicht auch mit einer guten Arbeit im Hintergrund die Leute wieder mehr faszinieren können, zum KFC zu kommen. Aber wie gesagt, ich glaube, für mich in erster Linie gilt es erstmal, die Arbeit im Hintergrund, Dimitri so gut es geht, wie zu unterstützen in seinen Aufgaben. Und ja, das ist das, worauf ich mich natürlich auch freue. Ich denke, die Euphorie wird schon alleine durch deine Präsenz ein wenig erhöht werden. Dimitri, du hast das Ganze ein bisschen eingefädelt. Wo hast du den Maxi denn auf einmal hergezaubert? Ja, wie Maxi schon sagt, wir hatten ja schon seit längerem Kontakt und das Thema zieht sich schon auch über eine ganz über schon eine Zeitlänge, wo wir in den Gesprächen waren, auch in den Gesprächen sind. Dann wurde es auch irgendwann mal konkreter. Dann habe ich gesagt, jetzt ist die Zeit da, wie sieht's aus? Maxi hat sofort zugeschlagen. Ja, hier ist einiges zu tun. Es stehen im Moment einige Projekte an, die wir jetzt angehen werden, die jetzt auch für die Zukunft, des Vereins eine wichtige Rolle spielen werden in der Entwicklung, weil der Verein ist einfach toll. Man kann hier vieles machen. Es ist sehr viel Potenzial, es ist auch sehr viel Arbeit, aber vor dieser Arbeit haben wir keine Angst und wir gehen das an. Wir haben ein Ziel, es ist ein langer Weg, aber nichts ist unmöglich. Kannst du uns ein bisschen beispielhaft sagen, um was es zum Beispiel gehen könnte? Ja, also es geht, wie du schon gesagt hast, es geht um die Nachwuchsabteilung. Auch sie muss Spieler erziehen, Spieler produzieren, die dann für die erste Mannschaft eventuell interessant sein könnten. Selbst wenn es nicht der KFC Uerdingen im ersten Anlauf sein wird oder sein kann. Wir können auch Spiele für andere Vereine ausbilden. Dadurch profitiert ja auch der Verein durch die gute Ausbildung. Und ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr viele Spieler in die Oberliga bzw. in die Regionalliga gebracht. Einige davon haben auch Stand, spielen die Ligen immer noch. Einige vielleicht nicht, aber so ist halt Fußball. Jeder hat so seine eigene Entwicklung. Wir müssen gucken, dass wir die Jungs auf diesem Weg unterstützen. Da sind wir auch bei. Und das ist erstmal der Start. Und dann geht es noch in die weiteren strukturellen Aspekte, die der Verein auf jeden Fall braucht, um einfach größer zu werden. Und
ja, und einfach stärker in der Region an Präsenz gewinnt. Man weiß ja von dir, dass du, hast du schon mal angedeutet, dass du auf jeden Fall später so ein bisschen im sportlichen Management deine Aufgabe suchen wolltest. Für dich jetzt so praktisch ein genau das richtige Sprungbrett, erstmal langsam reinkommen, ein bisschen Nachwuchsarbeit und sich auch um ein paar größere andere Dinge zu kümmern, ein bisschen im Hintergrund auch zu bleiben erstmal. Ja, also ich habe nach meiner Karriere auch mir viele Fragen gestellt, aber eine war dann relativ schnell beantwortet, dass ich natürlich auch im Fußball bleiben will. Fußball ist das, was ich gelernt habe. Fußball ist das, wo ich mein Wissen und mein Netzwerk habe. Und ich, wie ich schon sagte, ich glaube, jetzt in dem Moment ergänzt es sich gut. Ich habe natürlich auch im Fußball noch ein paar andere Projekte, aber ich habe halt die Zeit auch und auch die Lust, hier mitzuhelfen. Und ja, wie ich dann halt schon gesagt habe, ich hoffe dann, dass wir auch einiges bewegen können. Man kann natürlich nie was garantieren, ja. Aber ich freue mich, dass wir anfangen können. Ich freue mich, dass wir gemeinsam anfangen können, vielleicht hier auch was zu bewegen. Und alles andere wird die Zukunft natürlich sehen. Prima. Kann eigentlich nur gut werden. Du hast Lust, habe ich den Eindruck. Tatendurstig jetzt. Ja, natürlich. Ich meine, ich gehe jetzt mittlerweile meine 6. Saison beim KFC Uerdingen. Ich habe hier schon einiges erlebt. Es gab natürlich viele positive Aspekte. Es gibt auch natürlich Sachen, die ich nicht erwähnen möchte. Aber nichtsdestotrotz können wir immer noch alle lachen. Und ich glaube, das macht den Verein auch irgendwo einzigartig. Wie gesagt, es ist hier einiges zu tun. Ich glaube, ich habe mit Maxi Beist auf jeden Fall eine gute Hilfe. Wir packen es gemeinsam an und gehen vorwärts. Trend scheint sich so ein bisschen zu bestätigen, dass wir ältere Spieler oder so Ikonen wie ein Maxi Beister wieder ein bisschen im Verein auch gerne integrieren möchten. Du bekommst dann auch noch auf längere Sicht Gianluca Rizzo auch noch mit als Assistenz der Geschäftsführung, sage ich jetzt mal. Genau, Gianluca Rizzo kommt auch noch dazu. Damit wird das Team auch größer und stärker. Jeder wird dann so seine Aufgabe bekommen in den Segmenten, wo dann halt auch die Stärken liegen. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr viel zu tun. Wir haben einiges vor und wir stehen kurz vor Saisonbeginn. Die Jugend fängt jetzt an, die erste Mannschaft hat schon angefangen. Wir freuen uns auf die nächste Spielzeit und auf die Erfolge. Super, ich wünsche euch beiden einen sehr guten Start. Dir ganz viel Spaß, dass du dich richtig gut reingerufst und auch die Lust an unserem Verein niemals verlieren wirst. Super, dass du wieder da bist. Keiner freut sich mehr als ich. Kalle-Gewinner 2019 übrigens. Okay, also gute Nachrichten für alle KFC-Fans. Das war's für heute von dieser Stelle. Viel Spaß euch beiden und viel Erfolg auch bei allem, was ihr tut. Dankeschön.